ich begrüße euch heute zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Bin gerade ein bisschen frische Luft schnappen, Freunde. Es hat minus 1 Grad, glaube ich. Auf jeden Fall, Freunde, geht es jetzt ab ins Training, beziehungsweise immer ein kleines Home-Gym. Wir haben Brustrücken am Programm, Deload, weil ich ohne Witz die letzten Wochen, Alter, die Schuhe, heilige Kacke, so übertrieben mit dem Volumen. Deswegen, Freunde, steht jetzt, wie gesagt, eine Deload-Woche an. Bisschen zu regenerieren, bisschen mal wieder frisch zu werden. Einfach wieder Kraft zu sammeln, um neue PRs zu hitten. Auf jeden Fall gibt es jetzt aber nochmal einen kleinen Snack, bevor es losgeht. Und zwar einen guten alten Eiweißriegel, der übrigens zu Valentinstag rauskommen wird, Leute. Und zwar Geschmack White Choco Vanilla Cookie. Richtig geil. Werde ich euch unten verlinken, falls ihr zu dem Zeitpunkt schon draußen ist, beziehungsweise falls das Video da online kommt. Ich glaube, der kommt früher raus. Aber Leute, wenn nicht, dann checkt den auf jeden Fall ab, sobald er im Job ist. I'm ready for the pump. Non-stop. We going non-stop. Yeah, we won't stop. Say you love. That dollar twerking is money certain. Long as I'm observing, I stay in focus and moving purpose. I sow a seed, they sow a need, I water them. Alter Schwede, war das anstrengend, aber es war geil, Freunde. Und was gibt's Besseres als einen fetten, reden kann ich auch nicht mehr. Und was gibt's Geileres als nach einem fetten Training? Und zwar richtig eine kalte Dusche. Ob das jetzt deutsch war, weiß ich nicht, Freunde. Aber es geht jetzt ab unter die Dusche, eiskalt, Freunde, damit ich wieder ein bisschen Energie tanke und wach werde. Bam, war das angenehm, Alter. Ich sag euch, die ersten Sekunden sind immer ein bisschen der Horror, aber dann gewöhnt man sich dran, dann wird's richtig angenehm und einfach nur frisch. Und auf jeden Fall, Freunde, was mir aufgefallen ist, Haare sind wieder mal eindeutig zu lang und verwachsen. Deswegen, morgen geht's ab zum Friseur, werde ich morgen auch wieder mitnehmen. Vielleicht kommt doch morgen Paul wieder zu mir, weil, Freunde, morgen komme ich sozusagen aus der Quarantäne raus, weil ich ja durch Dubai 5 Tage in Quarantäne war und ja, morgen kann ich mich auf jeden Fall freitesten lassen. Deswegen werde ich morgen den Corona-Test machen und auch gleich zum Friseur gehen, weil wir brauchen in Österreich, um zum Friseur gehen zu können, einen negativen Corona-Test. Und deswegen mache ich das eben gleich morgen, weil dann kann ich direkt den morgigen Test verwenden, um zum Friseur gehen zu können und spare mir sozusagen einen zweiten Test zu machen, weil die sind Schweine. Teuer, die sind sündhaft teuer, das ist echt abnormal. Aber ja, was soll's, Leute? Ich freue mich auf jeden Fall schon wieder auf morgen und zwar auf den Friseur. Freunde, Fotos werden erledigt. Ich habe jetzt mal ein paar wieder Outfit-Fotos, sage ich jetzt mal, gemacht, weil, Leute, Abwechslung ist wichtig. Ich will nicht immer auf meinem Insta-Oberkörper frei sein. Deswegen, Freunde, auch mal ein paar nice angezogene Fotos. Und ja, Freunde, neue Schuhe habe ich übrigens am Start. Richtig geil, weil sich so viele beschwert haben, dass meine Schuhe so dreckig sind. Nein, Spaß beiseite, Leute. Ich habe richtig Bock gehabt auf Jordans. Und ja, deswegen, Leute, mussten da welche her. Und sonst, der Trainingsanzug ist auf jeden Fall auch neu. Ist von Vested, falls euch das was sagt. Machen richtig geile Sachen. Ist jetzt keine Werbung oder so. Ist nur meine persönliche Meinung. Und sonst, ja, Leute, wurden jetzt ein paar Fotos gemacht. Werden zu dem Zeitpunkt auch schon auf Insta draußen sein. Das heißt, lasst mir da gerne ein Like, da würde mich extrem freuen. Und sonst, Freunde, wird jetzt noch Raffi vorbeikommen, also mein Bruder, weil der muss trainieren, Leute. Ich habe ja heute schon trainiert, deswegen werde ich ihm heute wieder ein bisschen über die Schulter schauen. Euch nehme ich natürlich wie immer mit. Ist, glaube ich, ganz lustig für euch, weil die letzten Videos mit ihm haben euch richtig gefallen. Ich glaube, 2 habe ich mit ihm gebracht bis jetzt. Haben euch richtig gut gefallen. Das heißt, ich werde ihn da heute wieder so ein bisschen coachen, ein bisschen durchs Training führen, sage ich jetzt mal. Und euch natürlich auch mitnehmen. Und sonst, Leute, ja, werde ich mir jetzt erstmal noch einen Shake machen, weil Proteins müssen rein. Ich habe noch nichts gegessen nach dem Training bzw. getrunken. Das heißt, ordentliche Ladung wird jetzt mal reingegönnt. Und ja, wir sehen uns in der Küche. Alter, einfach das Beste, so ein Proteinshake. Noch dazu vegan, Leute. Ich schaue, dass ich nämlich so wenig Milchprodukte wie möglich konsumiere. Aber Leute, ich sag's euch ganz ehrlich, dadurch, dass ich jetzt keine Hautprobleme mehr habe oder so, ich habe jetzt mal eine längere Zeit ausprobiert, ob sich auf meine Haut das irgendwie auswirkt, wenn ich Whey trinke, wenn ich Topfen esse und so weiter. Und nein, das tut's nicht. Deswegen, Leute, habe ich jetzt begonnen, öfters mal Whey zu trinken, beziehungsweise jeden Tag. Aber ich schaue jetzt, dass ich eigentlich so gut wie jeden Tag nur einen Whey-Shake trinke. Ich trinke 2 Proteinshakes am Tag und ich will, dass ich sozusagen einen veganen Shake trinke und einen Whey-Shake. Und jetzt, die letzten Wochen, muss ich ehrlich sagen, habe ich immer nur Whey getrunken. Aber ja, das ändert sich jetzt. Weil, Leute, wer weiß, vielleicht mutieren wir auch zum Veganer. So, Freunde, ich befinde mich wieder im Gym zum 2. Mal. Ich habe gesagt, Raffi, mein Bruder, kommt vorbei. Wird ein geiles Training ballern. Er wird ganzen Oberkörper machen. Ich werde ihm so ein bisschen zur Seite stehen, Leute. Da haben wir einen guten Alter. Was gedacht? Let's go, Freunde. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was sich bei ihm getan hat. Er hat die letzten Wochen gut trainiert, oder? Und ja, wir werden sehen, Leute. Wir starten jetzt erstmal mit Bankdrücken. Let's go! Oh, easy! 5 Wiederholungen will ich sehen. 1. Auf.
jetzt. Zwei, easy. Drei, komm, zwei noch, komm. Und der letzte, ganz easy. Boah, ich mach noch welche, Leute. So glaube ich mir das. Yes, komm mal, push. Leute, zweite Übung, Klimmzüge, eine der geilsten Übungen für den Lauf im Endeffekt. Wiederholungen machen wir 5 bis 8, mal schauen, beziehungsweise so viele. Ja, schau. Let's go, komm noch. Zwei noch. Ein letzter, komm. Yes. Stark. Let's go, komm noch. Vier Sätze. Zweiter Satz ist das. Let's go, komm noch. 8 Wiederholungen. Easy. Komm noch. Leute, so muss das sein. Alter, Leute, 1 Kilo Gemüse, 300 Gramm Nudeln, 100 Gramm Linsen, 100 Gramm Tofu. Gekocht gerade, hat jetzt glaube ich eine halbe Stunde oder so gedauert. Jetzt wird erstmal gegessen. Ich habe übelst Hunger. Ich habe das letzte Mal einen Riegel gegessen. Das war vor meinem Training und sonst danach eigentlich gar nichts. Doch, einen Shake habe ich getrunken, stimmt. Aber sonst wirklich gar nichts. Und ich habe echt Hunger, muss ich sagen. Deswegen rein damit jetzt. 22.25 Uhr, Freunde. Ich war gerade in der Sauna, auf jeden Fall werde ich jetzt mal einen entspannten Spaziergang machen, vielleicht eine Stunde, vielleicht eine halbe Stunde, ich weiß es auf jeden Fall nicht, aber tut auf jeden Fall immer richtig gut am Abend und ich weiß nicht warum, aber im Dunkeln, ich liebe es einfach. Auf jeden Fall, ja, danach melde ich mich wieder, bis gleich. Ich habe so eine Halbmütze an, kann ich das einfach mal, aber ich schwör's euch, es war arschkalt draußen, aber mein Gesicht ist eingefahren, ich kann gefühlt nicht reden, ich bin mal so rot, aber ich schwör's euch. Auf jeden Fall, Leute, gibt es jetzt für mich erstmal die abendlichen Subs und zwar, was gibt's da? Greens, Kreatin, Once a Day und das gute alte Strong, Leute. Sind übrigens alle Sachen unten verlinkt. Kann ich euch wirklich nur ans Herz legen für Kraft, für Gesundheit, für einen healthy Lifestyle, Leute. Sonst hoffe ich einfach, Leute, dass es euch gut geht. Ich würde mich wie immer natürlich über ein Abo freuen. Leute, so viele haben einfach noch nicht mal abonniert, die Videos schauen. Also dauert 2 Sekunden, Leute, und würde mir eine Riesenfreude machen, wenn ihr mich abonnieren könntet, wenn ihr das Video liken könntet, kommentieren könntet, Digga. Ich bin müde, Leute, wir sehen uns im nächsten Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein. Peace out.